Wenn du in DaVinci Resolve deine Clips entlang deiner Timeline tauschen lassen möchtest, genauso wie das in Final Cut mit dem Magnetic Timeline Tool geht, dann solltest du dir die Keyboard Shortcuts aufmachen und nach Swap suchen. Jetzt kannst du für Swap Left und Swap Right eigene Keyboard Shortcuts anlegen. Aber Vorsicht, dieser Shortcut kann deine Timeline ganz schön umgraben, wenn du weder Chainlink aktiviert hast, weil dann kann es deine Audio zerstören, oder nur einen Clip versuchst zu tauschen, der oben liegt. Wenn du jetzt allerdings mit diesem Shortcut ganze Teile deines Videos von links nach rechts tauschen lassen willst, wo mehrere Ebenen drin sind, kannst du sie natürlich vorher markieren, mit Rechtsklick in einen Compound Clip verschachteln und den dann ringsrum schieben und dann einfach mit Rechtsklick Decompose in Place deine Layer-Vielfalt wiederherstellen. Noch mehr Shortcuts zu DaVinci Resolve findest du hier, ansonsten findest du noch Free Presets da und ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.